Russland hat vor einem angeblichen ukrainischen Angriff auf ein Kernkraftwerk gewarnt, während Kiew seine Invasion in Kursk fortsetzt. Kiew im Star startete seinen überraschenden Vorstoß nach Kursk, das an die ukrainische Region Sumy grenzt, am 6. August. Seitdem haben ukrainische Streitkräfte nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky 1250 Quadratkilometer russisches Territorium und 92 Siedlungen unter Kontrolle gebracht. Am Freitag sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die Ukraine versucht habe, das Kernkraftwerk Kursk mit einer Drohne anzugreifen und forderte eine Untersuchung durch die Internationale Atomenergieorganisation, IAEO. Die Agentur muss sofort auf den nuklearen Terrorakt des Kiewer-Regimes reagieren, sagte sie. Die Ukraine hat sich nicht dazu geäußert. In einer Erklärung am Donnerstag sagte die IAEO, dass Russland sie informiert habe, dass Trümmer einer Drohne 100 Meter von einem Brennstofflager entfernt gefunden wurden. IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi wird das Kursker Kraftwerk nächste Woche besuchen. Militärische Aktivitäten in der Nähe eines Kernkraftwerks stellen ein ernstes Risiko für die nukleare Sicherheit dar. Mein Besuch nächste Woche wird uns die Möglichkeit geben, die Situation unabhängig zu bewerten, sagte er.